Moin, ich bin zwar wieder mit einem neuen Video und heute mit einem ausgepackt und ausprobiert Video sowie einem Erfahrungsbericht zum TomTom Go Premium. Fangen wir an. So, da wären wir jetzt einmal beim TomTom Go Premium. Das ist ein ganz neues Autonavigationssystem und ich würde es heute einmal auspacken und euch einmal zeigen. Ja, bevor ich das mache, erzähle ich euch noch kurz, was TomTom zu dem Gerät erzählt, also die Eigenschaften. Ja, dann schaue ich mir noch die Verpackung an und dann schlussendlich packe ich das Teil auch aus. Ja, und folgendes erzählt TomTom zu dem Gerät, und zwar TomTom Go Premium, die Kunst der Navigation. Updates über Wi-Fi, Weltkarten und Software, lebenslang Traffic und Radarkameras über die eingebaute SIM-Karte, Last Mile Navigation und Fahrzeugsuche, If This Then That Integration, also das ist so ein Online-Dienst, der halt verschiedene Möglichkeiten halt bietet, und da gibt es unter anderem Termine synchronisieren, mit Smart Home Geräten verbinden, mit virtuellen Assistenten interagieren und Benachrichtigungen senden. Schaue ich mir dann später auch nochmal an. Und ja, dann gibt es noch Reiseplanung mit TomTom, MyDrive und Roadtrips. Und dann noch voraussichtliche Ankunftszeit, Position und Benachrichtigung teilen. Also da eben noch solche Online-Funktionen, die man so von Smartphones und so weiter kennt, ne? Das Gerät gibt es in der Größe 5 Zoll und 6 Zoll und ab 329 Euro UVP. Das ist hier die 5 Zoll Version. Dann schaue ich mir jetzt die Verpackung an und ja, hier sieht man halt einmal das Navigationssystem mit dieser Grafik. Man sieht halt auch, dass das Teil Gebäude in 3D darstellen kann. Hier noch diese If This Then That eben Grafik halt, ne? Dann TomTom Logo, Go Premium und hier nochmal ein paar Zertifikationen. 5 Zoll das Ganze, hier noch eine Weltkugel. Dann auf der rechten Seite TomTom Logo. Hier oben dann nochmal die weiteren Eigenschaften, beziehungsweise eben das, was ich schon erzählt habe, ne? Das alles. Nebenbei steht hier noch Magnetic Mount, also das ist auch ein Vorteil von diesem Gerät, zeige ich euch aber gleich. Ja, dann hier hinten auch nochmal eben, wie man das Ganze hier mit dem PC oder mit Apps verbindet und so weiter, ne? Das werde ich jetzt hier nicht alles vorlesen, das ist ein bisschen zu viel für das Video. Ja, dann hier nochmal TomTom Logo. Hier unten, was gibt es hier? Auch nochmal Seriennummer und ja, hier Nuance, ne, diese Sprachausgabe und so weiter und so fort. Ja, dann packe ich das Teil einmal aus. So. Einmal. Und hier steht schon mal TomTom, congratulations on your new TomTom. Okay. Dann hier einmal. Und hier haben wir schon mal ein Handbuch. Das schaue ich mir erstmal kurz an. Schön farblich gehalten das Ganze. Und hier haben wir erstmal, hier Englisch, Französisch und Deutsch auf Seite 15. Da gucken wir gleich mal direkt rein. So, und ja, hier dann nochmal eben diese neuen Funktionen. Und das wird halt auch direkt alles erläutert, wie man halt das Ganze hier einrichtet, bedient und so weiter und so fort. Ich denke, insbesondere auch hier durch diese Grafiken und so weiter, ist das relativ gut beschrieben, das Ganze. Aber ich werde mich hier, ohne dass ich jetzt großartig in die Anleitung schauen werde, beziehungsweise die durchlesen werde, einfach mal so ein bisschen mich durchhangeln gleich durch das System. Ja, passt soweit. Okay, einmal zur Seite gelegt. Dann nehme ich einmal das Gerät raus, lege es aber erst zur Seite, dann hier dieses Plastik raus und dann haben wir direkt schon mal das, was ich eben gerade angesprochen habe, diese magnetische Halterung. Hier hat man einen ganz normalen Saugnapf, so wie man das halt im Grunde von anderen TomTom-Geräten kennt, und dann ist hier die Möglichkeit, dass man eben das Gerät hier reinsetzt und dann wird das magnetisch hier
angezogen bzw. eben verbunden mit dem Teil, ne? Und das ist ein riesen Vorteil, weil man muss nicht mehr rumdrehen und so weiter und das Teil abmachen, wenn man es dann halt mitnimmt oder im Auto versteckt oder was auch immer, sondern einfach hier halt mit diesem Teil hier und so weiter und mit diesem Kontakt halt, ne? Da packt man das einfach hier ran und dann geht das direkt ran. Ja, passt soweit. Hier sieht man noch ein Micro-USB-Anschluss, ne, zum Laden. Und hier das Ganze ist hier oder sollte zumindest ja bewegbar sein. Ja, relativ starr, aber das muss wohl so sein. Und hier dann halt zum Festsaugen, ne, so ein Drehknopf, Regler, was auch immer. Dann haben wir hier nur noch ein Kabel und ein 12 Volt Netzteil sozusagen für den Zigarettenport. Ja, hier einmal eben mit USB-Anschluss und hier dann das Kabel. Ich guck mal, wie lang das ist. So. Und von der Länge würde ich mal sagen, das sind jetzt ja 1,5 Meter ungefähr. Hier noch so ein Winkelstück als Stecker, das ist auch ganz gut. Und hier noch so ein kleines Plastikteil zum bisschen besseren Führen des Kabels bzw. Befestigen. Ja, das geht soweit alles in Ordnung. Dann schaue ich mir einmal das Gerät an. Ja, und erstmal hier die Folie abgezogen. So. Und die 5 Zoll, das ist wirklich eine angenehme Größe. Schön groß. Sehr, sehr schick. Hier ist so eine kleine Öffnung. Vermutlich eben das Mikrofon. Ansonsten ist hier aber auch nicht viel zu sehen vorne. Dann auf der Seite auch nichts. Hier oben hat man nur den hinteren Knopf, den Einschaltknopf oder Ausschaltknopf. Und ja, ansonsten hier unten dann noch, da hat man eben einmal, ich bin da mal, ja, Micro-SD-Karteneinschub und hier ist nochmal eine Seriennummer. Ja, und hier hinten dann halt einmal ein Lautsprecher halt, ne, oder Lautsprecheröffnung. Dann eben das, was ich schon gezeigt hatte, diese Ladekontakte und dann hier nochmal ein Micro-USB-Anschluss. Und dann würde ich das Teil einmal anmachen, aber jetzt nochmal ganz kurz das hier gezeigt. Und zwar eben, wie gesagt, wird das hier einfach so reingesetzt und dann ploppt das direkt ran. Und man merkt, das hält richtig fest. Also da kann man schütteln und so weiter. Also das fällt auf jeden Fall nicht ab. Sehr, sehr sicher das Ganze. Und macht einen guten, robusten oder sicheren Eindruck. Ich mache jetzt die Kiste hier einmal an. Einmal gedrückt halten. Hier hinten, wie gesagt. Ne? Und dann sieht man halt das bekannte TomTom-Logo und den Sound. So, mal gucken, wie lange das jetzt dauert. So, und da wären wir jetzt einmal in der Auswahl der Sprache und dann nehme ich einmal Deutsch, dann drücke ich weiter, Deutschland und wieder weiter, einmal diese ganzen Geschäftsbedingungen akzeptieren. Nutzen Sie Wi-Fi, um aktuelle Software, Kartenmaterial und andere nützliche Updates für Ihr TomTom Go Premium zu erhalten. Kein Computer erforderlich. Yep. Und das richte ich jetzt direkt mal ein. Ja, und jetzt muss ich noch ein TomTom-Konto einrichten oder eben mich einloggen. Und ich logge mich einmal. Jetzt sagt er hier Telefon einrichten. Verbinden Sie Ihr Telefon mit Ihrem TomTom Go Premium, um die Freisprech- und Nachrichtenfunktion zu nutzen. Das lasse ich jetzt erstmal sein. Das kann ich auch noch später machen. So. Ja, und jetzt sieht man hier einmal. Ein neues Ziel empfangen. Ja, okay. Schnellste Route wird gesucht. Okay. Das habe ich jetzt zwar nicht eingegeben, wie dem auch sei.
Ich bin nebenbei natürlich nicht in Berlin, sondern in Hamburg. Und da ich mich gerade in einer Wohnung befinde, hat er wohl Schwierigkeiten. Ziel um 11:35 Uhr. Ja, hat er wohl Schwierigkeiten, irgendwie meine Örtlichkeit hier zu erkennen. Und naja, gut, wie auch immer. So, jetzt schaue ich mir einmal das Menü an und ich gehe hier einmal rein. Und ja, hier hat man halt einmal diese Suchfunktion. Also wenn man hier reingeht, kann man ganz normal nach Adressen und so weiter suchen. Hier hat man dann auch direkt schon meine letzte Adresse, die ich gesucht hatte. Hat er sich eben gerade mit meinem Account eben verbunden und das synchronisiert. Und dann gehe ich einmal wieder zurück. Dann kann man hier Heimatort hinzufügen, halt dann letzte Ziele. Da sieht man halt, wo man zuletzt war. Dann aktuelle Route. Moment, ne? So. Aktuelle Route. Da kann man die Route löschen, Alternativen suchen, gesperrte Straße vermeiden, Teil der Route vermeiden, Anweisung anzeigen, Stopp hinzufügen, zu meinen Routen hinzufügen, Routentyp ändern, ne? Also entweder mit einem Auto, mit einem Fahrrad, zu Fuß, wie auch immer. Und hier dann Route Vorschau. So, dann meine Orte. Da kann ich offensichtlich eben hier diese ganzen, ne, wenn ich jetzt einen Heimatort hinzugefügt habe, letzte Ziele, Arbeitsort hinzufügen, markierte Orte. Also überall, was für mich halt relevant ist, kann ich dann auf einen Blick sehen. Dann Route aufzeichnen. Nee, Quatsch, meine Routen. Meine Orte, meine Routen. Laden Sie unter Roadtrips, TomTom.com spektakuläre Routen herunter. Also offensichtlich ist es dann so, dass man sich hier Routen, die interessant sind, ne, wo man halt viel sehen kann und so weiter, hier herunterladen kann und dann fährt man diese ab. Ne. So, dann Route aufzeichnen. Okay, also wenn ich dann irgendwie losfahre, dann zeichnet der hier offensichtlich dann die Route auf und dann kann ich sie mir halt irgendwann mal wieder anschauen, wo ich halt genau gefahren bin und so weiter und so fort. Ne? Auch ganz interessant. Dann, ich glaube, er zeichnet weiter auf. Ich stoppe das Ganze. Sprachsteuerung. Okay, hier steht also alle Befehle, Hilfe, zurück. Abbrechen, fahre zu meiner Adresse, zu einer Adresse meine ich. Ich starte das einfach mal mit diesem Button hier, Sprachsteuerung starten. Willkommen bei der TomTom Sprachsteuerung. Sprechen Sie nach dem Beepton. Sprechen Sie natürlich und fließend. Wenn der Geräuschpegel zu hoch ist, versuchen Sie es später erneut. Sie können die Sprachsteuerung auch starten, indem Sie in der Routenansicht Hallo TomTom sagen. Ich höre. Fahre zu einer Adresse. Nennen Sie eine Adresse in Deutschland. Musterstraße 1 in Berlin. Nennen Sie die Listennummer. 1. Nummer 1 kann nicht gefunden werden. Alternativ wird Route nach Klosterstraße 3, Berlin gesucht. Okay. Na gut, aber die Sprachsteuerung, die funktioniert, bloß natürlich, ich muss mich wahrscheinlich nach draußen begeben, dass er so ein bisschen zumindest erkennt, wo ich mich befinde und so weiter. 9:31 Uhr. So, dann gehe ich einmal weiter. Parken. Mal schauen. Adresse, parken. Okay, da finde ich dann halt mit dieser Option eben überall irgendwelche Parkmöglichkeiten. Okay, dann Tankstellen kann man sich dann auch heraussuchen lassen bzw. anzeigen lassen. Das ist auch ganz gut. Ich weiß nicht, ob es hier auch schon Strom- oder Ladesäulen gibt, ne, die hier eingepflegt sind, aber da schaue ich mal demnächst. Dann Radarkamera melden, wenn hier irgendeine neue Kamera gesichtet wurde. Dann kann man die halt hier offensichtlich melden. Dann so, Fahrtstatistiken,
kann man sich auch nochmal anzeigen. Wahrscheinlich Durchschnittsgeschwindigkeit oder irgendwie sowas. Ja, hier Höchstgeschwindigkeit, vermiedene Staus, Fahrzeit, zurückgelegte Strecke, heute, seit, gesamt. Okay. Dann Einstellung. Und hier kann man das Erscheinungsbild so ein bisschen ändern. Gucken wir uns das mal noch an. Ja, halt verschiedene Einstellungen, Helligkeit, Themenfarbe und so weiter. Routenleiste kann man auch noch mal je nach Bedarf halt ändern. Automatischer Zoom. Ja, passt soweit. Routenplanung. Mich fragen, so dass ich wählen kann. Also halt je nachdem kann man hier verändern, wie halt die Routenplanung durchgeführt wird. Hier wird dann entweder die schnellste Route genommen, die kürzeste Route, die umweltfreundlichste Route, Autobahn vermeiden, Fußgängerroute, Fahrradroute. Ja, und hier dann auch nochmal weitere Einstellungen. Dann Bluetooth. Wie gesagt, kann man hier das Teil mit dem Smartphone verbinden. Wi-Fi hatte ich ja schon gezeigt, ist klar. Updates und neue Elemente. Mal gucken, ob hier irgendwas Neues zum Updaten vorhanden ist. So, jetzt verbindet er einmal und dann schauen wir mal, was hier verfügbar ist. So, Kartenupdate aus der Mapshare Community. Lasse ich jetzt erstmal sein, könnte ich jetzt direkt updaten. Dann Karten, aktuelle Karte, andere Karten wählen, also halt je nachdem, wie viele Karten man hier hat. Ich schaue mir jetzt mal erstmal die aktuelle Karte an. Achso, hier sieht man Europe, okay. Europa kann man hier nicht auswählen. Andere Karte wählen. Und da könnte ich dann halt wahrscheinlich eben noch andere Karten auswählen. Aber hier ist jetzt eben Europa nur installiert. Karten hinzufügen. Aha, da kann man direkt dann eben herunterladen. Soweit sieht das jetzt auch aus, dass man die direkt kostenlos herunterladen kann. Ne? Das ist nicht schlecht. Offensichtlich in diesem ganzen Paket halt inbegriffen. Ja, und hier dann halt Australien, Hongkong und so weiter und so fort. Sehr, sehr schön, sehr umfangreich das Ganze. So, dann Töne und Warnung. Und da kann man halt auch nochmal diese ganzen Töne jeweils, je nachdem wie man es haben möchte, verändern, deaktivieren und so weiter. Dann Stimmen und da ist hier jetzt ausgewählt die Anna und hier gibt es noch den Yannick und diverse, der Werner, achso, ich nehme mal den Werner. Ankunft. Ja, oder die Lisa. Ankunft. Ich glaube, ich bleibe bei Anna. Hallo, ich bin Anna. Ich kann Wegweiser, Straßennummern und Straßennamen vorlesen. Okay. So, ja, hier kann man halt das alles nochmal separat einstellen. Dann Sprachsteuerung hatten wir im Grunde schon. Dann MyDrive, das ist halt im Grunde so eine Cloud und da kann man halt auch nochmal alles synchronisieren lassen oder eben deaktivieren. Sprache und Einheiten kann man auch nochmal separat alles einstellen. Tastatur und Einheiten, Uhrzeit und so weiter und so fort. Dann System, da sieht man halt nochmal Firmware wahrscheinlich und sowas alles, ne? Hier Info, so, TomTom Go Premium, was hier aktiviert ist und so weiter und so fort. Der freie Speicher, ich habe hier noch nichts weiter installiert, außer eben diese europäische Karte und da ist hier noch 3,18 GB freier interner Speicher. GPRS-Status ist getrennt hier offensichtlich und ja, so. Dann if this, then that, ne, also dieser Dienst kann man hier jetzt aktivieren. Ich müsste mich wohl noch einloggen, aber das mache ich dann demnächst und erzähle euch dann halt, wie das Ganze funktioniert. Suchmodus wählen, Schnellsuche oder wahrscheinlich eben so eine detailliertere oder Schritt für Schritt. Ja, dann Speicherkarte formatieren, Gerät zurücksetzen, Akkueinstellung kann man auch nochmal hier separat noch was einstellen.
Und Ihre Informationen und Datenschutz, gut, nicht so interessant. Und dann zuletzt das Fragezeichen und hier hat man dann halt nochmal so ein bisschen weitere Infos, Hilfe und sowas. So, dann hier noch raus und ich glaube, das wird wohl das gleiche sein. Ja. Und hier, da kann ich wahrscheinlich hier die ganzen irgendwie verändern oder so. Ja. So, und dann halt verändern nach links oder rechts und so weiter. Ne? Lasse ich jetzt mal. Ja, und der erste Eindruck von den ganzen Funktionen ist schon mal sehr umfangreich im Grunde. Was hier noch auffällt, man sieht hier auf der Strecke halt, wenn man hier zum Beispiel reindrückt, sieht man hier Tankstellen, Baustellen und so weiter und so fort. Moment, so. Kann man direkt sich hinklicken im Grunde. Dann kann man hier noch rauszoomen. Das ist auch ganz gut. Und ja, hier sieht man sogar eben schon diese ganzen Staus und so weiter. Da weiß man, wo man auf jeden Fall diese Straßen hier umgehen sollte, damit man nicht im Stau steht. Und ich denke mal, hier wird das auch per Navi vermutlich dann auch umgangen automatisch. Ne? Dann fährt man halt eine andere Route. Ich habe das Navi dann ungefähr 3 Wochen benutzt und sage euch, wie ich das Gerät finde. Die Navigation ist sehr einfach und schnell. Nach dem Einschalten dauert es 1, 2, 3 Augenblicke und das Navi ist gestartet. Nun drückt man links unten auf dem Bildschirm das Menüsymbol und danach das Suchensymbol. Nun kann man die Adresse eintippen, zu der man navigiert werden möchte. Die Navigation startet, sobald man auf Fahren tippt. Ich nutze immer die schnellste Strecke-Option und werde so geleitet, dass ich um Staus herumfahre, wenn die schneller ist, um das Ziel zu erreichen. Das TomTom sagt dann die voraussichtliche Ankunftszeit und es kann losgehen. Die Navigation verläuft sehr unauffällig. Die Ansagen zum Abbiegen, Spurwechseln und so weiter kommen so gut getimt, dass man genügend Zeit zum Reagieren hat. Rechts auf dem Bildschirm befinden sich die Routenhighlights, die sehr nützlich sind. Es handelt sich dabei um Symbole zu Baustellen, Staus, Tankstellen und vielem mehr, die sich auf der Route befinden. Ein Klick auf ein solches Symbol zeigt den genauen Ort auf der Karte und weitere Infos. Am Ende der Route werden sogar Parkmöglichkeiten dargestellt. Sehr gut. Ich habe während der 3 Wochen 1-2 Mal feststellen müssen, dass Baustellen, Sperrungen und ähnliches nicht auf der Karte sichtbar waren. Diese waren vermutlich so neu, dass sie noch nicht in das TomTom-System eingetragen waren. In der Regel hat aber alles gestimmt. Die Verbindung mit einem Smartphone geht via Bluetooth und der TomTom MyDrive App. Sobald beide Geräte gekoppelt sind, sieht man rechts unten am Navi-Bildschirm ein Telefonsymbol, mit dem Googles oder Apples Sprachassistent aktiviert werden kann. Zudem gibt es eine Freisprechfunktion über das TomTom Navi, welche sehr gut funktioniert und ausreichend laut ist. Wenn man das Ziel mit dem Auto nicht erreichen kann oder möchte, zum Beispiel weil man zuvor weiter weg geparkt hat, dann kann man die sogenannte Last-Mile-Navigation nutzen, die die Route mit der TomTom-App auf dem Smartphone synchronisiert. Man kann den Rest dann zu Fuß per Smartphone-App erreichen. Nebenbei ist das Gerät mit einem spiegelnden Display versehen. Hier hatte ich zunächst einmal Bedenken, dass es schlechter ablesbar ist, wenn die Sonne scheint. Dies ist aber nicht der Fall, da man zu jeder Zeit alles erkennen kann. Die Helligkeit ist dabei variabel einstellbar, sodass man immer alles erkennen kann. Die Lautstärke des Lautsprechers ist außerdem selbst bei schneller Fahrt immer zu verstehen. Kartenupdates kann man ohne Probleme über WLAN durchführen. Außerdem kommen noch stetige Updates zu Verkehrsinformationen bzw. Verkehrssituationen hinzu, die bei der Routenberechnung beachtet werden. Außerdem gibt es lebenslange Updates für stationäre sowie mobile Radarkameras. Die Warnungen funktionieren dabei sehr zuverlässig. Dann noch zu der If This Then That Funktion. Man muss sich zunächst einmal bei If This Then That beziehungsweise dem TomTom Satnav Applet mit seinem TomTom-Konto anmelden. Anschließend kann man aus verschiedenen Applets wählen, die aktiviert werden, wenn man zum Beispiel 5 Kilometer vor dem Ankommen oder Entfernen des Heimatortes aktiviert werden. Unter anderem gibt es die automatische Aktivierung bzw. Deaktivierung von LED-Beleuchtung, Thermostaten, Garagentoren und so weiter und so fort. Es ist dann zum Beispiel folgendes Szenario möglich, wenn man ein vernetztes Smart Home hat. Es ist kalt, man navigiert nach Hause und ist noch ungefähr 15 Kilometer entfernt. Die Heizung wird jetzt automatisch aktiviert. Wenig später ist man vor der Garageneinfahrt und das Garagentor geht automatisch auf. Und währenddessen sieht man, wie es im Haus hell wird.
da nun auch die LED-Beleuchtung eingeschaltet wurde. Man kommt in ein warmes, helles Zuhause und kann sich um die wichtigen Dinge des Lebens kümmern. Natürlich sind aber auch noch viele andere Möglichkeiten vorhanden. Nun könnte man sich noch fragen, wieso man überhaupt noch ein Navi benötigt, wenn man eh ein Smartphone hat. Genau das habe ich nämlich gemacht. Festgestellt habe ich, dass es deutlich angenehmer und schneller ist, mit einem richtigen Navigationsgerät zu fahren bzw. navigieren, da es genau dafür gemacht ist. Mein Smartphone muss ich immer für die Kfz-Halterung aus der Klapphülle herausnehmen, dann an den USB-Anschluss stecken und dann Google Maps starten, welches auch noch mein Datenvolumen verbrät. Radarwarnung habe ich auch nicht. Natürlich geht die Smartphone-Navigation trotzdem, aber ein richtiges Navigationsgerät ist einfach komfortabler. Abschließend kann ich sagen, dass das TomTom Go Premium ein richtig gutes Navi ist, welches mit seinem Gesamtpaket aus einem guten Gerät und einem sehr umfangreichen Angebot, also Software und Service, sehr überzeugt. Einzig der Preis mit über 300 Euro ist etwas happig. Falls ihr das Video interessant findet, dann würde ich mich freuen über einen Daumen hoch und ein Abo. Teilen wäre auch nett. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und sage Tschüss! Nach 200 Metern Abgrund.